Hallo und recht herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 7. Oktober. Heute mit diesen Themen. ÖVP und Grüne präsentierten das Regierungsprogramm. Austria Lustenau trennt sich von Coach Helge Kollwitzon. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie das Wetter. Landeshauptmann Markus Wallner und Grünen-Obmann Johannes Rauch präsentierten am Dienstagvormittag das gemeinsame Arbeitsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019. Eine Woche lang wurden nun zwischen den Grünen und der ÖVP Vorarlberg konstruktive Verhandlungen geführt. Herausgekommen ist ein Arbeitsprogramm mit über 23 Kapiteln. Die neue Regierung spricht von einem Meilenstein. Die Schwerpunkte Bildungsoffensive, Wirtschaft und Tourismus, Beschäftigung und Soziales werden bei der gemeinsamen Arbeit dominieren. Diese Punkte sollen unter dem Motto Vorarlberg gemeinsam gestalten weiterhin für Aufschwung in Vorarlberg sorgen. Klar herauszunehmen war, dass die Eigenständigkeit Vorarlbergs weiter forciert werde und in dieser Koalition die Interessen des Landes und nicht jene der Parteien im Vordergrund stehen sollen. Dieses Programm ist getragen von einem Geist der Zusammenarbeit und von einem festen Willen, miteinander in die Gestaltung einzutreten. Wo liegen die größten Herausforderungen, wo liegen die größten Zukunftschancen, natürlich auch die Herausforderungen für uns? Wir haben sie benannt im Programm. Es geht zum einen natürlich um eine Kernfrage, nämlich jene, wie können wir unsere Eigenständigkeit, unsere Unabhängigkeit des Landes Vorarlberg bestmöglich erhalten, auch im Verhältnis zu Europa, auch im Verhältnis zum Bund. Wir wollen auch weiterhin eine starke, eigenständige Vorarlberger Region sein. Es geht natürlich darum, zu erläutern und daran zu arbeiten, wie wir die Wirtschaft im Lande bestmöglich unterstützen können, in einem zunehmenden, harten internationalen Wettbewerb realisieren zu können. Es geht uns auch um Natur- und Kulturlandschaft. Wir werden darum beneidet in ganz Österreich und auch über die Grenzen hinaus. Und es geht uns um große Herausforderungen im Bereich des sozialen Ausgleichs, Hintergrund natürlich der demografische Wandel, eine Herausforderung, vor der jede Region und jedes Bundesland sehr intensiv steht. Es geht um Fragen der Bildung, es geht um Fragen der Migration, es geht um Fragen der Erhaltung einer intakten Natur und natürlich auch um einen fairen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, um einen fairen Beitrag zum Klimawandel. Die Bevölkerung sieht der neuen Koalition mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich denke, das ist fürs Land sicher eine interessante Geschichte und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ich finde, Politik ist sowieso ein eigenes Thema und hat jeder seine eigene Meinung. Also ich bin jetzt nicht gerade unbedingt dafür. Nun, ich bin an sich mit der Arbeit der Landesregierung die letzten Jahre sehr zufrieden und ich habe eigentlich nicht den Bedarf nach einer Veränderung. Aber jetzt kriegen wir Schwarz-Grün und jetzt schauen wir, was passiert. Ich habe eine große Hoffnung auf sie, muss ehrlich sagen. Es kommt nur immer darauf an, wie die Grünen denn auch zur Problematik, der Verkehrsproblematik stehen, wie sie zu der sozialen Wohnbau stehen und so weiter. Das von der Schwarzen eigentlich vernachlässigt worden ist, aber da wird man sich messen dran. Soweit also zum gemeinsamen Arbeitsprogramm von ÖVP und den Grünen und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. 4 Cannabis-Plantagen in Vorarlberg ausgehoben. Im Rahmen österreichweiter Ermittlungen hat die Polizei insgesamt 5 Cannabis-Plantagen, 4 davon in Vorarlberg, ausgehoben. Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem Beamte der Polizei Bregenz einen in der Steiermark wohnhaften Pkw-Lenker am Bregenzer Bahnhof angehalten hatten und bei der Kontrolle seines Fahrzeugs über 1 Kilo Cannabiskraut sicherstellten. Die Polizei Bregenz leitete daraufhin Ermittlungen ein und stellte 5 Cannabis-Plantagen, 4 davon in Hart und Bregenz, eine Pilzzucht und 3,3 Kilogramm Cannabiskraut sicher. Wegen des Verdachts des Vergehens oder Verbrechens nach dem Suchtmittelgesetzes wurden insgesamt 14 Personen, darunter 2 Steirer, angezeigt. Und Kurden demonstrierten in Bregenz. Am Montagabend gegen 23 Uhr beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe und 2 Fenster des türkischen Generalkonsulats in Bregenz. Die Polizei
Polizei geht von Steinwürfen aus. Unklar ist bislang jedoch, ob ein Zusammenhang zu einer unangemeldeten Demonstration besteht. Rund 50 vorwiegend kurdische Demonstranten hatten sich spontan zu einer Demonstration zusammengefunden, um auf diese Weise auf das Schicksal der schwer umkämpften kurdischen Stadt Kobane hinzuweisen. Bis auf die vereinzelten Steinwürfe zu Beginn der Demo blieb die Veranstaltung allerdings im weiteren Verlauf ruhig. In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag hat Austria Lustenau zur Entlassung von Trainercoach Helgi Kolwitzon Stellung bezogen. Gleichzeitig wurde der neue Trainer präsentiert. Unsere Kollegen von Voll.at waren bei der Pressekonferenz mit dabei. Wir sind jetzt so, weil der Nachfolger ist, ist im Laden Posavetz, wo bis jetzt Amateurtrainer gewesen ist. Der wird jetzt mal dem Helge das Erbe antreten. Wir haben mich kennt, was wie schwer mir tut, bei so einem Wechsel. Ich habe lange am Trainer festgehalten und was nicht, ist heute der Mond so gestanden, dass es überall Trainerwechsel gibt, von Schalke bis St. Pölten bis Geluschno. Ja, jedenfalls haben wir heute diesen Wechsel oder gestern Abend vollzogen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen zum Helge, auch wenn er nicht da ist. Die Zusammenarbeit war immer eine angenehme mit ihm. Und jetzt sehr gerne bis zum Vertragsende das so weitergemacht hat, aber leider haben die Ergebnisse das nicht zugeglaubt. Wir sind nur in der Niederlage vom letzten Platz dabei. Und das in der Saison nur mit ganz großen Erwartungen hingegangen sind. Als erstes, ich bedanke mich zum Präsident und zum Daniel und ganzen Vorstand, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich habe sehr hart und lang gearbeitet, um diese Chance zu bekommen. Deswegen, ich freue mich besonders. Ich bin leicht aufgeregt, aber positiv. Jetzt komme ich zu deiner Frage, neue Ära. So weit denke ich nicht. Meine Konzentration ist grundsätzlich jetzt auf dem Training, der wird um 16 Uhr stattfinden und ich kann kaum erwarten, dieses Training zu gestalten. Dann kann ich einfach noch besseren Überblick bekommen über den Zustand von der Mannschaft, nicht nur körperlich, sondern einfach geistlich. Und dann werde ich sich konzentrieren auf die nächste Training, der stattfindet morgen früh. Und so Stück nach Stück möchte ich mit der Mannschaft weiterkommen. Soweit zum Trainerwechsel bei Austria Lustenau und weitere Meldungen aus der Welt des Sports gibt es nun im Überblick. Liga-Einsatz für die Handballer von Bregenz Handball. In der 8. HLA-Runde müssen Lukas Meyer und Co. am Mittwochabend auswärts bei Union Leoben antreten. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Soweit zum Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen gibt es jetzt. Ein 37-jähriger Stalker terrorisierte seine Ex-Freundin unter anderem mit 500 WhatsApp-Nachrichten. Wegen beharrlicher Verfolgung wurde er nun zu 400 Euro Geldstrafe verurteilt. Ausbau Güterbahnhof Wolfurt nimmt nächste Hürde. Baubescheid ist eingetroffen und Trainerwechsel bei Austria Lustenau. Mladen Posavec folgt auf Helgi Kolwitzen. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Die Vorarlberger Nachrichten digital. Genießen Sie mit den Tablets der neuen Generation Ihre VN in gewohnter Aufmachung. Lesen Sie Ihre VN digital im Offline-Modus, wann, wie und wo Sie wollen. Der Originaltext ist bei einem Tablet mit 12,2 Zoll Bildschirm ohne Vergrößerung lesbar. Mit der neuen Abendausgabe erhalten Sie die aktuellen lokalen Nachrichten schon kurz vor 19 Uhr. Jetzt VN Digital inklusive 12,2 Zoll Tablet bestellen. In
In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südosten. Die föhnige Wetterlage hält auch am Mittwoch an und mit ihr das großteils sonnige Wetter mit einigen hohen Wolkenbänken am Himmel. Sonniges und anhaltend föhniges Wetter mit tagsüber nochmals spätsommerlichen Temperaturen um die 22 Grad gibt es auch am Donnerstag sowie am Freitag. Und am Samstag regnet es leicht bei Temperaturen von 14 bis 20 Grad.